Já velice děkuji panu doktoru Havlovi za moc hezké uvedení dnešního dne a i za ta témata, která otevřel, protože myslím, že se jednalo o velice pěkné propojení témat prvního dne s tématy toho dne druhého. Připadala mě dneska velice příjemná povinnost přivítat mezi námi pana profesora Petra Neunera, kterým bude prvním z našich přednášejících. Profesor Petr Neuner pochází z Mnichova, kde vystudoval teologii a začal působit jako kněz a odborný asistent. Jako profesor teologie působil nejprve v letech 1980 až 1985 v Pasově, od roku 1985 v Mnichově na teologické fakultě Ludwig Maximilian Universität. Zde byl v letech 1989 a až 1991 a v letech 1997 až 1999 děkanem. V roce 2006 byl emeritován. Profesor Neuner se dlouhodobě věnuje ekumenickým otázkám, hlavně sjednocení křesťanských církví a ekleziologii, tedy nauce o církvi. Zabývá se také obdobím modernismu, zejména nespravedlivými restrikcemi tehdejších teologů ze strany církve. V českém prostředí je znám díky překladu svých knih Laici a klérus, nebo Ekumenická teologie, která mapuje dějiny ekumenického hnutí. Pane profesore, prosím vás, abyste se ujal slova. Meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich habe mich gefreut, hier bei Ihnen mit diesen Überlegungen anwesend sein zu können. Was hat das Konzil gebracht und was ist davon geblieben? Im Rahmen der Feiern zum 50-jährigen Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils hat Papst Franziskus kürzlich die Frage gestellt, ob man in der Kirche wirklich alles getan hat, ich zitiere, was uns der Heilige Geist im Konzil gesagt hat. In der Kontinuität und im Wachstum der Kirche ist da das Konzil zu spüren gewesen. Und der Papst gab auch gleich die Antwort, nein, im Gegenteil. Wir feiern dieses Jubiläum und es scheint, dass wir dem Konzil ein Denkmal bauen, aber eines, das nicht unbequem ist, das nicht stört. Wir wollen uns nicht verändern. Was hat das Konzil gebracht? Was ist geblieben? Papst Johannes der 23. hatte dem Konzil den Auftrag gegeben zu einem Aggiornamento, einer Verhäutigung. Und ich habe hier ein Zitat aus der berühmten Rede bei der Eröffnung des Konzils. Sie kennen diesen Text, ich werde gleich weitergehen zu meinem ersten Teil, ein mutiger Neubeginn. Tatsächlich war dieses Konzil ein mutiges Unternehmen. Es hätte durchaus auch dazu führen können, dass sich die Kirche für lange Zeit in ein geistiges Ghetto eingesperrt hätte. Bekanntlich hat Papst Johannes der 23. das Konzil angekündigt, ohne ihm ein konkretes Thema vorzugeben. Vielmehr wurden die Bischöfe und einige katholische Institutionen angefragt, was in diesem Konzil gesprochen werden sollte. Die Sammlung und Ordnung dieser Vorschläge lag in der Hand von Vorbereitungskommissionen, die weithin von der römischen Kurie gesteuert wurden. Und dort war man über das Konzil gar nicht erfreut. So etwas kann nur Unruhe stiften. Und das war das Letzte, was man sich dort wünschte. Viele Mitglieder dieser Kommissionen waren überzeugt, dass die Kirche ihre Lehre und Theologie im offiziell verbindlichen Lehrsystem der Neuscholastik den Endpunkt aller Entwicklungen erreicht habe. Nun könne es keine Weiterentwicklung mehr geben, eine Verbesserung sei nicht mehr möglich.
Sie haben folglich die Vorschläge aus aller Welt in ein streng konservatives System einbezogen, das die überkommene Lehre gleichsam für alle Zeiten festschreiben sollte. Eine Veränderung, so diese Position, sei unmöglich, denn sie würde der Autorität der Offenbarung und der Kirche widersprechen. 72 Texte bereiteten die Kommissionen für das Konzil vor und sie waren überzeugt, dass damit alle eventuell anstehenden Probleme gelöst seien. Kardinal Lehmann berichtet, dass Pater Tromp, ein niederländischer Jesuit, er war die rechte Hand des konservativen Kardinals Ottaviani, dass er vorhersagte, das Konzil werde sehr schnell über die Bühne gehen. Im Grunde sei alles schon fertig. Die Bischöfe könnten gar nicht anders als die ihnen vorgelegten Texte annehmen. Das entspreche ja auch der Verfassung der katholischen Kirche und der Stellung des Papstes. Kritik oder gar Veränderung der Vorlagen stehe den Bischöfen keineswegs zu. Spätestens an Weihnachten, so Pater Tromp, sei das Konzil vorüber und die Bischöfe wieder zurück in ihren Diözesen. Im Gegensatz zu diesen Erwartungen tagte das Konzil 3 Jahre lang. Und diese 3 Jahre brachten eine tiefgreifende Neubesinnung. Von den Texten der vorbereitenden Kommissionen blieb dabei fast nichts übrig. Noch ein halbes Jahr vor Konzilsbeginn beschworen die beiden deutschen Kardinäle Frings aus Köln und Döpfner aus München, sie beschworen den Papst, das Konzil zu verschieben. Die Textvorlagen seien so schlecht, dass das Konzil auf dieser Grundlage nicht arbeiten könne. Man müsse völlig neue Vorlagen erstellen. Auch die Theologen waren in ihrer Mehrheit höchst besorgt, was dabei herauskommen könne. Beispiel hierfür ist Karl Rahner, der als Peritus zum Konzil fuhr, mit dem Willen zu verhindern, was noch zu verhindern ist. Er wollte beitragen, wie er schrieb, das Schlimmste zu verhindern. Und dann kam es ganz anders. Das Konzil hat sich seine Freiheit erkämpft. Weichenstellend war, dass die Konzilsväter die Vorschläge der römischen Kurie für die Zusammensetzung der Kommissionen zurückwiesen. Eine Intervention der Kardinäle Lienard aus Lille und Frings aus Köln setzte durch, dass die Bischöfe die Mitglieder dieser Kommissionen selbst bestimmen konnten. Und das war eine sehr folgenreiche Personalentscheidung. Jedenfalls waren, ich fasse zusammen, waren am Ende der ersten Sitzungsperiode, im Dezember 1992 war das, waren alle 72 Schemata, wie man sie genannt hat, entweder abgelehnt oder zurückgezogen. Einzig und allein das Schema zur Liturgiekonstitution wurde für verbesserungswürdig erachtet. Alle anderen erschienen einfach als unbrauchbar und wurden durch Texte ersetzt, die nun im Konzilsverlauf selbst ausgearbeitet wurden. Und entscheidend war hier die Kontroverse um die Offenbarungskonstitution, die gleich in den ersten Konzilswochen die Gemüter erhitzte. Und nun komme ich in einem Hauptteil, zu Neuansätzen, die in den Konzilsdokumenten festzustellen sind. Und ich bleibe zunächst bei dieser Offenbarungskonstitution, von der ich eben gesprochen habe. Also erstens einige Überlegungen zur Offenbarungskonstitution. Sie werden mich hinführen dann zu Lumen Gentium. Die Arbeit an der dogmatischen Konstitution über die Offenbarung durchzog das Konzil in allen 4 Sitzungsperioden. Ausgangspunkt war ein von der Kurie vorbereiteter Text über die 2 Quellen der Offenbarung, die nach dieser Vorstellung teils in der Schrift, teils in der Tradition erhalten sei. Daneben behauptete dieses Schema die Irrtumslosigkeit der Schrift in allen geistlichen und weltlichen Dingen. Und sie verwarf die historisch-kritische Methode der Exegese.
Das Schema war einer extrem konservativen Schriftexegese verhaftet. Seine Autoren wollten alle Ansätze biblischer Hermeneutik, wie sie sich im 19. und 20. Jahrhundert in der wissenschaftlichen Exegese durchgesetzt hatten und wie sie in der evangelischen Theologie weithin rezipiert worden waren, all das wollte man definitiv als mit dem katholischen Glauben unvereinbar zurückweisen. Josef Ratzinger, damals Professor, urteilte in seinem Konzilskommentar: Wäre dieser Text damals angenommen worden, hätte er eine Belastung für die Theologie und die Ökumene gebracht, die, Zitat, vermutlich noch gravierender gewesen wäre als die Schwierigkeiten, die sich aus den Einseitigkeiten der antimodernistischen Verurteilungen ergaben. Es konnte nicht ausbleiben, dass dieser Entwurf auf massive Kritik der Konzilsväter stieß. Er hätte nie die Mehrheit der Konzilsväter gefunden. Aber so schnell gaben sich die Verfasser nicht geschlagen. Sie selbst stellten den Antrag, ihren Text abzulehnen. Das war ein Trick. Denn nach der Geschäftsordnung des Konzils war nun für die Ablehnung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Und diese Zweidrittelmehrheit wurde knapp verfehlt. Damit war der Text als Diskussionsgrundlage angenommen und es waren nur noch Detailverbesserungen möglich. In dieser höchst aufgeregten Situation hat Papst Johannes der 23. noch im November 1962 den Entwurf absetzen lassen und gleichzeitig eine gemischte Kommission eingesetzt unter den Kardinälen Ottaviani und Kardinal Bea, Bea der Präsident des Einheitssekretariats. Diese Kommission sollte einen neuen Text ausarbeiten. Und dieses Ergebnis brachte nun den Durchbruch. Von nun an galten die von der Kurie vorbereiteten Texte nicht mehr als unantastbar. Sie wurden offen kritisiert und dann durchwegs alle zurückgewiesen. Rahner war Mitglied dieser Kommission und er arbeitete zusammen mit Josef Ratzinger einen Text aus zur Frage Offenbarung und Überlieferung. Dieser Text wurde später als Buch veröffentlicht. Das Konzil hat bis zu seiner abschließenden Sitzung daran gefeilt. Es ist nicht bei der Fassung Rahner-Ratzinger geblieben. Vor allem Ansätze der französischen Theologie bekamen ein großes Gewicht. Doch die Grundaussage, dass die Tradition nicht eine zweite Quelle der Offenbarung ist, unabhängig und neben der Schrift, dass Tradition vielmehr die Kirche selbst ist, in ihrer lebendigen Weitergabe ihres Ursprungs, die Weitervermittlung dessen, was sie ist und was sie glaubt, das greift den Ansatz von Rahner und Ratzinger auf. Und zudem, die historisch-kritische Methode, an der sich die Modernismus-Kontroverse entzündet hatte, wurde nun den Exegeten in diesem Dokument zur Pflicht auferlegt. Ich zitiere: Will man richtig verstehen, was der heilige Verfasser in seiner Schrift aussagen wollte, so muss man schließlich genau auf die vorgegebenen, umweltbedingten Denk-, Sprach-, Erzählformen achten, die zur Zeit des Verfassers herrschten, wie auf die Formen, die damals im menschlichen Alltagsverkehr üblich waren. So in der Konstitution über die Offenbarung Nummer 12. Durch diese beiden Entscheidungen im Verständnis der Offenbarung ist die Epoche des Antimodernismus zu ihrem Ende gekommen. Und nun ein zweiter Punkt, gleichsam die Mitte meiner Überlegung, die Kirchenkonstitution, Lumen Gentium. Hier hatte ein vorbereitender Text die Kirche ganz im herkömmlichen Sinn in den Blick genommen von ihren Ämtern und Strukturen her. Die Autoren waren davon ausgegangen, dass nun, nachdem im Ersten Vatikanum 1869-70 die Dogmen über den Papst, die Unfehlbarkeit, sein Universalprimat definiert worden waren, dass nun das Bischofsamt als göttliche Einrichtung und als konstitutiv für die Kirche vorgeschrieben werden solle.
Die Papstdogmen sollten keineswegs widerrufen, wohl aber durch Aussagen über das bischöfliche Amt, seine göttliche Einsetzung und seine ihm verbliebene Vollmacht in der Kirche ergänzt werden. Die grundsätzliche Entscheidung, Kirche von ihren Ämtern her in den Blick zu nehmen, war dabei unverändert geblieben, zunächst. Diesen Ansatz in der Betrachtung der Kirche hat das Konzil grundlegend verändert. Es hat den Aussagen über die Ämter in der Kirche zwei Kapitel vorangestellt. Die Kirche als Mysterium und die Kirche als Volk Gottes. Kirche als Mysterium besagt dabei nicht, sie sei eine dem menschlichen Erkennen entzogene Wirklichkeit. Sie sei über Fehler und Schwächen erhoben, ganz im Gegenteil. Kirche ist nicht allein eine Institution, die durch Recht, Autorität und Vollmacht strukturiert wird, sondern sie gründet im Willen Gottes für die Menschheit. Die sichtbare, gesellschaftlich verfasste Kirche ist nicht einfach identisch mit der Kirche Jesu Christi. Diese Kirche Christi ist viel größer und umfassender. Gleich im ersten Artikel von Lumen Gentium heißt es geradezu definitorisch, die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innerste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Der Definition des Sakraments folgend erscheint Kirche als sichtbare Gestalt unsichtbarer Gnade. Die Kirche als sichtbare, von Menschen gegründete Gemeinschaft, Kirche als Institution, erscheint als Zeichen für die gnädige Zuwendung Gottes an die Menschen. Aber diese Zuwendung gilt allen, nicht allein den Gliedern der katholischen Kirche. Institution und Recht umschreiben nicht die Grenzen von Kirche. Vielmehr reichen Kirche und das durch sie vermittelte Heil über alle institutionellen Grenzen hinaus. Kirche ist eine dynamische Wirklichkeit, die den Geist Gottes bezeugen will, und dieser Geist weht, wo er will. In den vergangenen Jahren hat das Wort von der Sakramentalität der Kirche, jedenfalls in Deutschland, nicht selten eine Interpretation gefunden, die das Konzil nicht intendiert hatte. Dabei wurde aus dieser Formulierung gefolgert, Kirche als Mysterium sei der Kritik und dem menschlichen Wissen enthoben. Als Grund- oder als Wurzelsakrament sei ihr gegenüber allein schweigende Verehrung angemessen. Genau so hat es das Konzil nicht verstanden. Vielmehr sollte das Wort von der Kirche als Sakrament die Möglichkeit eröffnen, auch Fehler und Schwächen der Kirche zur Kenntnis zu nehmen, die Sünde konkret zu benennen und apologetische Tricks, die doch nicht überzeugen, den Abschied zu geben. Als Sakrament kann eine auch keineswegs nur heilige und rein leuchtende Kirche Gottes Werk in dieser Welt von ziehen und gegenwärtig halten. Bekanntermaßen, man kann auch mit schmutzigem Wasser gültig taufen. Wo immer die Kirche ihr inneres Leben in Zeugnisgottesdienst, Diakonie vollzieht, dort ereignet sich nicht allein menschliches Werk, sondern dort wirkt Gott selbst und schenkt unverbrüchlich sein Heil. Kirche ist Zeichen für die Einheit mit Gott und für die Einheit der Menschheit. Gott aber wirkt auch außerhalb ihrer Grenzen. Und er wirkte, bevor die verfasste Kirche in die Geschichte eingetreten ist. Eine solche Sicht bricht einen kirchlichen Triumphalismus auf. Kirche wird offen für die Kirchen, für die Religionen, für die Welt. Kirche ist nicht um ihrer selbst willen, sondern um der Welt zu dienen und das Heil zu bezeugen, das in den Religionen und in der Welt bereits wirksam ist. Insbesondere hat die Kirchenkonstitution die Identifizierung der Kirche mit der Hierarchie überwunden. Noch bevor Lumen Gentium auf die Ämter der Kirche zu sprechen kommt, steht das Kapitel über die Kirche als Volk Gottes. In diesem Volk Gottes sind zunächst einmal alle gleich. Alle haben dieselbe Würde als Getaufte.
und sie haben unmittelbar Zugang zu Gott. Die Ämter, auf die die Kirchenkonstitution dann ab dem Kapitel 3 zu sprechen kommt, sind verstanden als Dienst am Volk Gottes. Sie sind um diese Aufgabe willen da und sie müssen vom Volk Gottes her gesehen und interpretiert werden. Einem Klerikalismus, der die Kirche vom Amt her in den Blick nimmt, hat das Konzil einen Riegel vorgeschoben. Dies wird besonders deutlich im Kapitel über die Laien, von denen es heißt, dass sie teilhaben, ich zitiere, an der Heilssendung der Kirche selbst. Zu diesem Apostolat werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt. So in der Kirchenkonstitution Nummer 33. Alles, was im Kapitel 2 über die Kirche als Volk Gottes gesagt ist, gilt in gleicher Weise für alle Glieder der Kirche. Für die sogenannten Laien, ich schreibe Laie immer nur in Anführungszeichen, für die sogenannten Laien, ebenso wie für die Bischöfe, die Priester, die Ordensleute. Und damit hat das Konzil die überkommene Vorstellung, die Laien seien der verlängerte Arm der Bischöfe, wie es bei Papst Pius XII. Immer wieder hieß. Diese Vorstellung hat das Konzil fallen gelassen. Klerikalistische Tendenzen wollte man überwinden. Laien erscheinen als Subjekte von Kirche, nicht mehr allein als Objekte der Seelsorge. Dass dieser Wechsel in der Blickrichtung weitreichende Konsequenzen haben sollte, liegt auf der Hand. Und auf einige dieser Konsequenzen möchte ich nun im Blick auf andere Konzilsdokumente jedenfalls ganz kurz zu sprechen kommen. Die Pastoralkonstitution. Die Konstitution, die Kirche in der Welt von heute, definierte die Kirche in ihrer Relation zur Welt. Zur Welt in ihrer Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Kirche sah sich nicht mehr in herkömmlicher Weise als Societas Perfecta, als die perfekte, vollkommene Gesellschaft, unabhängig von den Fragen der Welt und unabhängig von den Herausforderungen der Gesellschaft, sondern Kirche bestimmte sich durch ihr Eingebundensein in die Welt und ihre Geschichte, dass sie an dieser Geschichte selbst Anteil hat. Kirche ist nicht in sich zu verstehen, sondern sie hat einen Auftrag für die Welt zu erfüllen und dieser Auftrag bestimmt ihre Identität, der macht die Kirche. Dieser Dienst gilt zudem nicht einer abstrakten Welt, sondern wie es im Titel der Pastoralkonstitution heißt, der Welt von heute. Er ist damit historisch bedingt und konkret. Er ist der Zeit und ihrem Wandel unterworfen und von den unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten geprägt. Kirche so in den Blick zu nehmen, ist mit den Vorstellungen des Antimodernismus ganz einfach unvereinbar. Schließlich hat es in der Enzyklika gegen den Modernismus geheißen, die Vorstellung von einer Entwicklung der Kirche und ihrer Lehre sei die Quintessenz des Modernismus. Und genau das geschieht nun im Konzil. Vielleicht einer der schönsten Punkte in dem ganzen Zusammenhang, das Wort von der Religionsfreiheit. Die theoretische Begründung für die herkömmliche Ablehnung der Religionsfreiheit ist am besten zusammengefasst in einem Wort, das man im 19. Jahrhundert dem französischen Katholikenführer Louis Fouillot zugeschrieben hat. Fouillot soll im 19. Jahrhundert seinen liberalen Gegnern zugerufen haben, ich zitiere diesen katholischen Journalisten, er sagte, in der Minorität fordern wir für uns die Freiheit nach euren Prinzipien. In der Majorität verweigern wir euch die Freiheit nach unseren Prinzipien. Was ist gesagt? Es galt lange Zeit als offizielle kirchliche Lehre, wo Katholiken in einer Gesellschaft in der Minderheit sind, dort muss ihnen der Staat die gleichen Rechte gewähren wie allen anderen Religionen auch. Das verlangt die Gerechtigkeit, das Naturgesetz.
Sind die Katholiken aber in der Mehrheit, dann gilt, der Irrtum hat kein Recht, sondern nur die Wahrheit. Und der Staat muss die irrenden Religionen, die irrigen Religionen zurückweisen. Also deswegen, in der Minderheit verlangen wir die Freiheit nach eurem Gesetz. In der Mehrheit verweigern wir euch die Freiheit nach unserem Gesetz, wenn wir sagen, der Irrtum hat kein Recht. Als man am Vorabend des Zweiten Vatikanischen Konzils Kardinal Ottaviani darauf aufmerksam machte, hier werde doch mit zweierlei Maß gemessen, gab er die Antwort, ich zitiere Ottaviani, in der Tat, zweierlei Maß und Gemicht sind anzuwenden, das eine für die Wahrheit, das andere für den Irrtum. Ottaviani fasste hier eine lange kirchliche Tradition zusammen. Die katholische Kirche hat sich schwer getan mit der Forderung nach Toleranz und Religionsfreiheit. In der Erklärung des Konzils über die Religionsfreiheit mit den programmatischen Worten Dignitatis Humanae, die Würde der menschlichen Person, wird mit dieser überkommenen Vorstellung ganz einfach gebrochen. Hier wird nicht mehr nach dem Recht der Wahrheit und dem Unrecht des Irrtums gefragt, sondern Rechtsträger ist die Person und sie allein. Nicht ein fiktives Recht der Wahrheit wird eingefordert, sondern genuine und unverlierbare Rechte von Personen. Und das Konzil erklärt, Zitat, das Recht auf religiöse Freiheit sei in Wahrheit auf die Würde der menschlichen Person selbst begründet, so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes und durch die Vernunft erkannt wird. Sicher ist der Mensch verpflichtet, die Wahrheit zu suchen, aber sein Recht auf religiöse Freiheit hängt nicht vom Erfolg dieser Bemühung ab, also von der Erfassung der Wahrheit. Denn dieses Recht, wieder Zitat, ist nicht in einer subjektiven Verfassung der Person, sondern in ihrem Wesen selbst begründet. Und daraus ergibt sich dann als Konsequenz für das Konzil, Zitat, so bleibt das Recht auf religiöse Freiheit auch denjenigen erhalten, die ihrer Pflicht, die Wahrheit zu suchen und daran festzuhalten, nicht nachkommen. Und ihre Ausübung darf nicht gehemmt werden, wenn nur die gerechte öffentliche Ordnung gewahrt bleibt. So das Zitat in Dignitatis Humanae Nummer 2. Es ist offensichtlich, hier haben wir einen ganz deutlichen Bruch mit der lehramtlichen Tradition des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Und es ist kein Zufall, dass Erzbischof Lefebvre gerade diesem Dokument seine Zustimmung verweigert hat. Wie schaut es mit meiner Zeit aus? Habe ich noch ein paar Minuten? Das Ökumenismusdekret, diesen Punkt möchte ich übergehen, über Ökumenismus wird noch gesprochen. Ganz kurz ein sechster Punkt noch, die Liturgiekonstitution. Die Neuerungen des Konzils, die am deutlichsten in die Augen springen, das ist im Rahmen der Liturgiereform. Der konziliare Neuaufbruch wird zumeist in der Zulassung der Muttersprache und im weitgehenden Verschwinden des Latein gesehen. Wie mir scheint, ist das eine ganz falsche Beurteilung. Wenn ich in meiner Umgebung in München Leute frage, was hat das Konzil gebracht, dann sagen alle, die Muttersprache, das Deutsche in der Liturgie. Aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Das Konzil wollte vielmehr ernst machen mit der Erkenntnis, dass der Gottesdienst Feier ist des ganzen Volkes Gottes. Nicht einfach Feier des Priesters, der für die Gemeinde das Messopfer darbringt. Subjekt der Liturgie ist vielmehr die Gemeinde selbst. Die Gemeinde als Ganze feiert den Gottesdienst und zu dieser Gemeinde gehört auch der Priester. Darum die Hinwendung des Zelebranten zur Gemeinde, die Gemeinde, die in dieses Geschehen einbezogen ist, darum die Öffnung zur Volkssprache und darum die Bemühung um Durchsichtigkeit und Verstehbarkeit. Das Latein ist nur eine Nebenfrage. Das Entscheidende ist, den Gottesdienst feiert die Gemeinde.
Und hier sehen wir auch, dass das Konzil nur teilweise Frucht getragen hat in den 50 Jahren seither. Unsere Liturgie ist nach wie vor sehr kleruszentriert, wenn ich das recht sehe. Und nun ein dritter Abschnitt zur rechten Interpretation des Konzils. Diese Interpretation ist 50 Jahre nach dem Konzil heftig umstritten. Auf der einen Seite wird heute die These vertreten, man müsse das Konzil verstehen von den päpstlichen Verlautbarungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts her. Es habe die überlieferte Botschaft weiterentwickelt, einige Punkte stärker betont, die zwar auch damals schon offizielle Lehre waren, aber vielleicht noch mehr im Hintergrund gestanden waren. Im Grund besteht eigentlich auch gar kein Anlass, so diese These, jetzt diese 50 Jahre nach dem Konzil zu feiern. Letztlich habe sich ja gar nichts geändert. Warum eigentlich heute feiern? Die Tradition geht ja weiter. Die Gegenposition lautet, das Konzil habe sehr wohl neue Ansätze gebracht. Es habe die Periode der kirchenamtlichen Verurteilung der Neuzeit und ihrer geistigen und wissenschaftlichen Entwicklung, also die Periode des Antimodernismus, definitiv beendet. Um dieser Neuentwicklung willen habe das Konzil stattgefunden. Zur Fortschreibung der überkommenen Gestalt hätte man kein Konzil benötigt. Also, das Konzil müsse von diesen Neuansätzen her in den Blick genommen werden. Offensichtlich können die Texte des Konzils unterschiedlich gelesen und interpretiert werden. Eine kleine Überlegung dazu. Es gehört zu den Konstanten der Kirchengeschichte, dass Konzilien nicht Mehrheitsentscheide fällen, sondern sich bemühen um einen Konsens. Einem solchen Konsens stehen einige Gegenstimmen nicht im Wege. Aber es wäre ausgeschlossen, dass etwa ein Drittel der Konzilsväter eine Endentscheidung ablehnen würde. Eine solche Entscheidung könnte dann eben nicht getroffen werden und die unterschiedlichen Positionen hätten ihr Recht in der Kirche. Es ist ja auch keineswegs plausibel, dass 51% gegenüber 49% Recht haben mögen. Das mag angehen bei Abstimmungen über konkrete Handlungsentscheidungen, aber bei Aussagen, die mit einem Wahrheitsanspruch auftreten, wäre das nicht akzeptabel. Tatsächlich sind ja auch im politischen Bereich etwa Grundsätze der Verfassung, Menschenrechte, keineswegs einem einfachen Mehrheitsentscheid unterworfen und durch ihn veränderbar. Sie ruhen auf qualifizierten Mehrheiten. Zurück zum Konzil. Das Konzil ist mit seiner konservativ geprägten Minderheit so fürsorglich, so pfleglich umgegangen wie noch kein Konzil in der Geschichte der Kirche. Vor allem Papst Paul VI. Hat alles getan, um auch dieser Minderheit, den konservativen Gruppen, eine Zustimmung zu ermöglichen, also denen die Zustimmung zu ermöglichen, die in den Neuansätzen einen Bruch mit der Tradition gesehen haben. Auch sie sollten einbezogen werden. Um dies möglich zu machen, hat das Konzil neben den hier angeführten Neuansätzen auch Formulierungen aufgenommen, die dazu in Spannung stehen. Der Kompromiss, um den man sich bemühte, wurde nicht selten dadurch erreicht, dass man Positionen nebeneinander gestellt hat, die kaum miteinander versöhnbar sind. Und so konnte letztlich jeder zustimmen, nicht selten wohl in der Hoffnung, nach dem Konzil werde sich die Interpretation schon durchsetzen, auf die man selbst gebaut hat. Tatsächlich haben in der Schlussabstimmung alle Dokumente ja eine Zustimmung gefunden zwischen 96% und 99%. Dass dies möglich wurde angesichts der massiven Kontroversen zu Konzilsbeginn, das ist vielleicht die erstaunlichste Tatsache des Zweiten Vatikanums. Aber im Rückblick auf diese 50 Jahre seither lässt sich kaum bestreiten, dass die konservativen Kräfte, die die vatikanischen Ämter prägten, nach dem Konzil versuchten, so weiter zu reagieren und regieren, als hätte das Konzil nie stattgefunden.
Sie beriefen sich auf die Textpassagen, die eingefügt wurden, um der Minderheit die Zustimmung zu ermöglichen. Und diese Stellen werden eifrig zitiert, während die gewichtigen Neuansätze eher in der Versenkung zu verschwinden drohen. Hoffentlich hat Papst Franziskus die Kraft, diese partielle Nichtrezeption des Konzils zu überwinden, dem gegenzusteuern. Einen Schlüssel zum rechten Verständnis der Konzilstexte bietet, wie ich meine, die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute. Man hat diesem Text manchmal vorgeworfen, er sei nicht ausgereift, er sei einseitig, er sei zeitbedingt. Mag so sein, aber mir scheint, gerade das ist seine Stärke. Das Konzil hat es gewagt, sich auf eine ganz konkrete Situation, nämlich auf die Freude und Hoffnung, die Trauer und Angst der Menschen von heute einzulassen und sie als ihre eigene Freude und Hoffnung, Trauer und Angst zu verstehen. Es hat jedenfalls in diesem Dokument nicht überzeitliche Wahrheiten verkündet, sondern die konkreten Probleme der Zeit aufgegriffen und aus christlicher Verantwortung darauf eine Antwort zu geben versucht. Es war eine mutige Entscheidung, dass das Konzil diesen Text als Konstitution bezeichnet hat. Übrigens waren die deutschen Theologen Ratzinger und Rahner dagegen, diesen Text als Konzil, als Konstitution zu bezeichnen. Sie sagten, das kann man höchstens als Deklaration bezeichnen. Die Franzosen, vor allem Yves Congar, haben sich durchgesetzt, diesen Text als Konstitution anzusprechen. Nun, in Konstitutionen bekanntermaßen formulieren Staaten ihre Verantwortung. In der Kirche werden herkömmlicherweise Dogmen als Konstitutionen erlassen. Als Konstitutionen bezeichnete Dokumente genießen unter allen kirchlichen Verlautbarungen die höchste Autorität. Und nun hat das Konzil den Text, der die Kirche in ihrer Beziehung zur Welt von heute, zu einer geschichtlich sich verändernden Welt, Konstitution genannt. Damit hat es das Selbstverständnis einer Kirche formuliert, die sich in Relation zu unserer Welt in ihrer geschichtlich veränderlichen Herausforderung definiert. Und das ist zweifellos ein Neuansatz, der hier thematisiert wurde und der das Konzil als Ganzes geprägt hat. Wenn irgendwo, dann könnte man hier den Geist des Konzils finden. Gaudium et Spes als Konstitution zu erlassen, war der Abschied von einem Verständnis, das Kirche als Societas Perfecta außerhalb der Welt und der Geschichte und unabhängig von deren Veränderungen zu verstehen suchte und wo man es als Inbegriff des Modernismus verurteilt hatte, eine Veränderlichkeit ihrer Ordnung und eine Entwicklung ihrer Lehre zu behaupten. Kirche definierte sich im Konzil mit dogmatischer Verbindlichkeit, pastoral, in ihrer Relation zur Welt, nicht zu einer ideal vorgestellten Welt, sondern zur Welt, wie sie faktisch begegnet, mit ihren Erfolgen und Hoffnungen, aber eben auch in ihrer Unvollkommenheit und Gebrochenheit. Ich beziehe mich auch auf die Frage, die gestern gestellt wurde, welche Verbindlichkeit hat das Konzil, das ein Pastoralkonzil ist. Es hat dogmatisch verbindlich formuliert, pastoral sein zu wollen. Und pastoral bedeutet auf die Welt bezogen und offen auf die Welt von heute. Kirche steht eben nicht in sich, sondern sie hat ihren Dienst in je neuen und unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten zu erfüllen. Die Zeichen der Zeit werden zu einer Quelle für kirchliche Lehre und christliche Botschaft. Dies wollte Papst Johannes der 23. mit dem Wort pastoral zum Ausdruck bringen. Und daraus folgt, wie ich meine, für heute, dass die Kirche auch nicht bei den Antworten stehen bleiben darf, die das Konzil vor 50 Jahren formuliert hat, sondern dass die Kirche heute mit demselben Mut und der Freiheit, die das Konzil ausgezeichnet haben, auf die Erfahrungen und Fragen der Menschen zu hören und sie im Lichte der Botschaft Jesu zu deuten hat. Darin liegt die strukturelle Herausforderung des Konzils, die grundsätzlich nie abgeschlossen sein kann.
Dies scheint mir der Grundansatz des Konzils zu sein, der heute gegen eine abwiegelnde Interpretation ebenso verteidigt werden muss wie gegen extrem traditionalistische Strömungen, die im Konzil einen Bruch der Kirche mit der verpflichtenden Botschaft sehen wollen, also die Gruppe um Lefebvre. Vor allem aber stehen wir heute vor der Aufgabe, die Möglichkeiten, die das Konzil eröffnet hat, in die kirchliche Praxis umzusetzen. Und dies ist weithin noch nicht erfolgt. Vielmehr hat man den Eindruck, dass verantwortliche Entscheidungsträger in der Kirche über den Mut der Konzilsväter geradezu erschrocken sind und alles daran setzen, den Sprung nach vorwärts, zu dem Johannes der 23. aufgerufen hat in seiner Eröffnungsansprache, diesen Sprung zu bremsen oder ihn rückgängig zu machen. Im Bereich der synodalen Strukturen, der Mitverantwortung aller, in der Gestaltung der Liturgie, in der Einbindung der Laien als Glieder des Volkes Gottes in die Entscheidungsprozesse der Kirche. Hier sind längst nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft, die das Konzil eröffnet hat. Die Feiern jetzt 50 Jahre nach dem Konzil sollten Anlass geben für eine gründliche Neubesinnung. Ich bedanke mich für Ihre Geduld.